herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von Jessicate. Ja, er macht ja auch, wie schon gesagt, nicht nur in Traffic, sondern auch in Trailer mittlerweile, beziehungsweise er schreibt ein paar Trailer um aus dem Landwirtschaftssimulator. Und hier haben wir jetzt nun den Fliegel-Trailer. Der sieht so aus. Ganz schick eigentlich soweit. Wenn, dann kann man hier halt nichts, außer er hat eine Liftachse. Farblich könnte nur die Rung verändern. Seht ihr selber. Ansonsten haben wir hier nichts zum Basteln. Der ist halt, wie er ist. Das muss man halt sagen. Es hat einfach nur konvertiert, umgeschrieben und mehr wurde hier nicht gemacht. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, was die Definition hergibt. Schließlich ist er von LS. Deshalb müssen wir mal gucken, ob das hier auch passt. Also wir gehen mal in den Frachtmarkt und ihr seht, wir haben ja so Stahlrohre. Wir machen mal jetzt in Nürnberg nochmal Stahlrohre, Ballholz, Vierkant. Hier haben wir auch nochmal Bauholz, das ist auch Bauholz, aber so ein bisschen gebündelt, geschreddert und verschiedene Rohre. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo, ob wir noch irgendwelche Baumstämme haben. Baumstämme müssten theoretisch auch irgendwo mit dabei sein. Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo im letzten Eck waren da, glaube ich, sogar Baumstämme noch mit dabei. Ja, so viel ist bestimmt irgendwo noch mit dabei. Da gibt es nichts in Erfurt, Leipzig. Ja, hier Baumstämme, sage ich doch, sind also auch mit dabei. Schauen wir uns die Trailer mal schnell an. Fahren wir mal raus. Mal kurz gucken. So, Zugmaschine ein bisschen schräg hinstellen, sieht man es besser. Also, ihr seht Trailerkabel, die funktionieren. Dann haben wir hier die Stützen, die werden nicht funktionieren. Nein, funktionieren noch nicht. Da fehlt einfach die Animation dazu, aber ist nicht so schlimm. Die Liftachse aber dafür läuft. Ja, und das ist jetzt hier einfach das Heck. Ganz sporadisch. Die Datei ist auch nicht groß vom Fliegeltrailer, daher. Ja, aber ist auf alle Fälle jetzt hier mit dabei. Kurzer Lichttest beim Trailer. Was wir nicht haben, sind Seitenpositionsmarkierungen, also Leuchten. Die haben wir nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber dafür Rücklicht. Das funktioniert soweit. Sonst haben wir hier nichts. Also die komplette Seitenbeleuchtung ist hier ausgefallen. Ab in die Werkstatt würde ich mal behaupten. Und vielleicht nochmal nachbessern. Aber ansonsten ist hier ja nicht so schlecht. So, kommen wir kurz zum Fazit zum Fliegel-Out-Trailer, also zu finden beim Aufliegerhändler, klar. Am Basteln können wir eigentlich nichts rein, wir können die Rungenfarbe verändern, das ist aber dann auch schon alles. Ansonsten, ja, die Definition passt, ihr habt verschiedene Holzvarianten zur Auswahl, was ihr dann fahren könnt. Bauholz, Langholz, ihr habt Rohre, ja, lauter so Zeug halt. Ne? Ich habe jetzt in dem Fall jetzt hier mal Bauholz geladen, die sind in Folie eingeschweißt, sieht dann so aus. Ja, Lichttester funktioniert soweit. Wir haben leider keine Positionsrechte an der Seite. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten läuft er. Ja. Als Alternative ist ja einfach mal so, ist halt was zum normalen Rungtrailer von STS, obwohl der eigentlich echt nicht schlecht ist, ne, den STS da rausgebracht hat, seit der Version 1.35. Muss man schon mal erwähnen. Aber nichtsdestotrotz würde ich hier euch diesen Mod ja auch nicht vorenthalten. Habt ihr Fragen noch dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren wie immer. Ansonsten einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Nicht vergessen, ey, was ist hier los? Bist du? Beim Hupen hier. Der zieht hier an mir vorbei. Ja gut, das wiegt aber auch massig. Guck mal, ich komme nicht aus dem Pott hier. Wie schon gesagt, ansonsten ein Abo für meinen Kanal da lassen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.